Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 Ultimate Team. Sam Kerr fordert uns heute heraus, die Nationalspielerin Australiens mit folgender Mannschaft. Oh, Cahill, Mbappé, Neymar, okay. Ja, das wird heute ein interessantes Spiel. Vinicius Kewell, warum spielt Kewell nicht von Anfang an? Hätte jetzt von unserer Australierin eigentlich schon erwartet. Aber gut, Weltklasse. Unsere Mannschaft kennt ihr. Unverändert, let's go. Was ich mal noch machen muss, ist, ich muss die ganzen Dinge anpassen. Wir spielen heute in Gelb. Nein, wir spielen heute in Rot. Jawohl, gegen Sam Kerr mit australisch Trikots. Ich hoffe, das passt. Courtois, Rüdiger, James van Dijk, Davis, Kanté, Cahill, Barella, Neymar, Mbappé und Aubameyang. Also das ist viel Tempo. Aber ich habe uns so eingestellt, dass wir defensiv spielen können. Das machen wir gleich mal. Bisschen defensiver stehen von Anfang an gegen eine Mannschaft, die mit Tempo nur so geizt. Wirklich. Aubameyang. Mbappé, erster Schuss und Manuel Neuer. Ich habe übrigens geirrt, Ted Lasso läuft ja auf Apple TV. Oh, das war natürlich das Falsche, wobei der gar nicht so schlecht war im Nachgang. Das ist doch nicht der Ernst. Dafür zwei Schuss. Spielen wir in England. Kanté, keine Chance gegen Goretzka, und das ist Eden Hazard. Der hat eigentlich noch gar kein Tor geschossen. Eden Hazard, Tor! Und es gibt Elfmeter. Warum lassen sie denn nicht einfach weiterspielen? Verstehe ich nicht. Warum lassen sie denn nicht einfach weiterspielen? Courtois gegen Hazard. Hazard macht ihn. 1-0. FC Hollywood. Aber ich verstehe es trotzdem wieder nicht. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum sie nicht einfach das Ding erstmal weiterlaufen lässt, sondern direkt abpfeift, die Frau Schiedsrichterin. Das ist was, was ich nicht verstehe. Hazard. Hazard. Gomez. Kanté. Sonny Gomez für Ballack. Gelbe Karte von unserem Captain. Was sagst du halt auch nicht? War jetzt nicht so schlimm. Chill mal die Hütte. Das ist hier frühe gelbe Karte. Gomez ausgetanzt von Aubameyang. Und Beck ist dabei. Und das ist ein schöner, hoher Ball auf Mario Gomez, der sich den mit dem Kopf vorauslegt. Ja, das ist nicht immer die schlauste Art und Weise, einen Ball anzunehmen. Kann manchmal ganz gut funktionieren, manchmal auch nicht. Oh, erstes Spiel muss ausweichen. Kommt nicht hin. Neuer. Schön, dass wir Manuel Neuer haben. Davies gegen Reece James macht er gut. Das ist Hazard für Gomez. Gomez. Courtois. Boah. Lässt ihn da fallen, aber wortwörtlich fast vor die Füße von Karim Benzema. Das ist Anthony Davis. Anthony. Alfonso, Alter. Was habe ich denn mit Anthony, mit dem Namen? Natürlich ist United-Fan. Anthony, ja, macht schon Sinn. Der Schuss war mies von Hazard. Aber gut. Sei ihm gegönnt, hat es 1-0 gemacht für uns.
Weil gerade auf das SKF aus seinem Köln Football steht, das ist natürlich witzig. Schade, komm, es geht den Ball nicht zu Benzema. Benzema dient er uns ja als Anspielstation. Das, was mir gerade extrem gut gefällt bei unserer Mannschaft, Gomez, wir stehen immens tief gegen jetzt natürlich eine noch offensiv spielendere Mannschaft. Gomez! Gegen eine noch offensiv spielendere Mannschaft, weil sie jetzt natürlich 1-0 hinten sind. Bin ich großer Fan von Ballack, das war niemals ein Foul. Goretzka macht die Tür zu Neymar gegen Hernandez. Hernandez schafft's nicht. Mbappé, und da sieht Neuer mies aus. Kommt da rausgelaufen. Mbappé nimmt den direkt. 26. Minute, 1-1. Ich hasse diesen Spieler. Ja, Neuer sieht ja gar nicht gut aus. Ich liebe diese Rolle, die Benzema einnimmt, diese Anspielstation. Und das ist Gnabry. Und das ist ein Wahnsinnstor. Serge Gnabry. Aber 4 Minuten später, beziehungsweise 2 Minuten laut Ding, laut FIFA. Hammer! Benzema, toller Ball raus auf Gnabry. Das macht das super. Gnabry nimmt den Schuss. So, und jetzt ist es zwischen Courtois und Rüdiger nicht unbedingt gut gelöst. Der Torhüter kommt nicht hin. Rüdiger hält den Ball auf an den Kopf von Courtois. Der bringt Rüdiger zum Stolpern. Rüdiger drückt er mit dem Ball über die Linie. Well, gut gelöst von Serge Gnabry, und es ist das Eigentor von Thibaut Courtois. Bitter. 2-1. Wir führen wieder. Michael Ballack wartet immer noch auf sein erstes Tor. Der Capitano. Das ist Aubameyang gegen Alphonso Davies. Davies gut gelöst. Benzema. Elfmeter, das ist ein Witz. Ne, kein Elfmeter, Freistoß für uns. Oh, das ist, okay. Ist aber auch ganz komisch, dass sie da Richtung Punkt zeigt, da wo sie steht. Also die Schiedsrichterin auch nicht unbedingt die beste heute, aber ja. Goretzka kommt nicht an den Ball. Das ist Ballack gegen Mbappé. Da kommt Alphonso Davies hinzu. Alphonso Davies gegen Mbappé, das ist ein ganz spezielles Duell. Alaba, Mbappé, Ballack, Gomez, raus damit, Gnabry, Davies, Gnabry, das ist Benzema, Benzema hat Zeit, hat Platz in den Rücken, Davies, why not, man kann es mal probieren. Also schaltet da minimal schneller. Neymar gegen Carvajal. Oh, Neymar setzt sich durch gegen Carvajal. Gegen Hernandez kann er sich auch durchsetzen. Carvajal mit reingerutscht. Hernandez, das ist ein anderes Kaliber. Und Carvajal noch nicht ganz so zufrieden. Carvajal hat nicht so das Tempo. Weiß nicht, ob Hernandez, also Luca Hernandez zum Beispiel, der besser wäre. Benzema. Gnabry, Gnabry, Benzema, man kann es ja mal probieren. Die Pässe zwischen Benzema und Gnabry gefallen mir super. Jetzt muss Alphonso Davies laufen, das ist nämlich Pierre-Emerick Aubameyang, der da unterwegs ist. Und das ist Neuer gegen Mbappé. Mbappé, Mbappé. So, Potter auf der Bank. Davies gut gelöst. Eden Hazard. Gomez. Oh, Glück für uns.
Gnabry, langer, hoher Ball raus auf Eden Hazard. Uff, Rüdiger kommt nicht hin, Eden Hazard. Rüdiger löst es aber dann richtig gut. Querschläger, Fragezeichen? Nein. Nicht so wie Kevin Trapp am Freitag. 2-1 nach 45 Minuten. Sam Kerr. Football Club. Bisschen mit Problemen gegen unsere Mannschaft. Aber wie gesagt, das 2-1 glücklich von uns. Das 1-1 von Mbappé ist genauso glücklich. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber ja. Wir geben unser Bestes. Das ist Gnabry. Gnabry. Oh, zu einfach, zu einfach. Davis steht einfach nur, schaut zu und sagt dann danke. Ballack. Schön gemacht. Gnabry. Benzema. Und Courtois. Eckball an der Stamford Bridge. Der Mann, der da steht, ist Mario Gomez. Keine Ahnung, wo Mario Gomez da ausgerechnet stehen muss. Mario Gomez. Uff, Courtois. Gnabry. Gnabry. Gomez. Courtois, abseits. Weiß nicht, warum Gnabry dann Gomez nicht sofort schickt. Uff, Cahill runter, Messi rauf. Das ist natürlich ein heftiger Wechsel. Den können wir so nicht nachmachen. Könnte nur Coman bringen für einen Flügel oder so. Nur Coman in Anführungszeichen natürlich. Ballack. Geht ja schon dazwischen. Ich mag unsere Innenverteidigung. Diesen Mix aus Hernandez und Alaba, der ist unfassbar gut. Ballack. Wir stehen wesentlich tiefer jetzt als noch in der ersten Hälfte. Messi, Hernandez. Oh. Ah, der war nicht so gut. Goretzka. Ballack kommt nicht hin. Mbappé. Boah. Kewell kommt jetzt auf den Platz. Neymar sagt, spiel schnell, spiel schnell. Ball kommt hoch. Goretzka kann ihn klären. Fällt dann. Und da stehen jetzt viele. Klasse Parade von Neuer. Wo holt er denn den wieder raus? Junge. Manuel Neuer. Boah, zack, da kommt die Hand. Wahnsinn. Ist das, was ich meinte mit Hechten? Das ist echt goldet. Das ist Benzema. Ballack. Ballack. Oh, schade. Wenn wir den hochspielen, sind wir durch. Da kann Van Dijk springen, wie er will. Da wäre er nicht hingekommen. Carvajal. Das ist Gnabry. Gnabry verfolgt von Neymar. Gnabry. Gomez! Mario Gomez! Legendengespräch. Absolutes Legendengespräch. So, jetzt müssen wir hier mal ein paar bisschen auswechseln. Hazard, Gnabry, lassen wir mal drin. Hazard raus, für den bringen wir Coman. Valverde für Ballack. Passt. Passt. Die zwei bringen wir jetzt mal. Nee, was mir halt fehlen würde, ist jemand wie Sadio Mané. Der wäre absolut Gold wert jetzt. Hand? Nein! Oh. Goretzka nimmt den Volley. Boah, Carvajal! Gelbe Karte. Absolut verdient. Muss jetzt aber sagen, taktisch einwandfrei gelöst. Und es gibt Elfmeter für Basten. Er kommt doch zum Schuss. Ach, bist du denn... Was ist denn mit dir los, Ref?
Was ist denn mit dir los? Er kommt doch zum Schuss. Achtung, Messi schießt. Die Grätsche von Alaba. Ach komm, dass er dafür einen Elfmeter kriegt, das ist ein Witz. Das ist so ein Messi-Bonus. Ernsthaft. Das ist ein Witz, dass das ein Elfmeter ist. Absoluter Witz. Absoluter Witz. Macht mich richtig sauer gerade. Macht mich richtig sauer gerade. So unverdient. So unverdient. Kanté. Gnabry, oh. Benzema lässt sich zurückfallen. Gnabry, wo kommt denn da der Fuß wieder her? Benzema, Gnabry, boah, Courtois. Alter. Benzema voll in die Arme, das ist natürlich nicht gut. Macht sich das da viel zu leicht. Komm an. Carvajal, ja, versucht er halt wieder mit einem Ding zwei Pässe zu spielen. Das geht halt einfach nicht. Messi. Come on. Gnabry, ja. Goretzka. Valverde. Valverde! Was für ein geisteskrankes Tor! Und hört mal, wie leise die Stamford Bridge ist! Boah! Valverde macht es super. Schuss ist geblockt. Van Dijk will klären. Und Valverde nimmt den Volley. Boah! Nimmt der den Volley. Alter! Federico Valverde. 3:2. Boah! Das ist natürlich ein Schocker an der Stamford Bridge. Boah, ist das ein Schocker für die Stamford Bridge. Davis. Davis, come on. Come on. Kingsley, come on. Ja. Harry Kewell schneller als Kingsley, come on. Ich habe kein Problem damit, mit Carvajal rot zu kassieren, wenn das bedeutet, dass wir hier keinen Treffer mehr kriegen. Davis, aufgehalten. Spiel es aus, wir gewinnen durch dieses Traumtor von Federico Valverde. Aber wir waren auch die bessere Mannschaft. Vor allem das 2:2, das war einfach so glücklich. Das war so ein Messi-Bonus. Das war ja eine Frechheit. Und vor allem, dass der Kerl zwei Buden macht, ist der nächste Witz. Der hat nichts gebracht in diesem Spiel, gar nichts. Mann, du spielst für mich ganz rechts hier. Karim Benzema, unfassbares Spiel. Jawohl, Sam Kerr Football Club verliert zu Hause 2:3 gegen den FC Hollywood. Ja! Wahnsinnig geiles Ding, Alter.
aber können wir uns bitte dieses Tor von Federico Valverde nochmal anschauen? Das war ja Wahnsinn. Also ich meine, ich hab viel gesehen, aber das ist schon special. Hier, dieser Move. Sag mal so, ich stoppe ihn jetzt einfach mal. Kanté läuft an uns vorbei, da haben wir so, okay, jetzt gehst du einen Schritt weiter. Dann habe ich erst überlegt, ob ich so Gnabry rausziehe, da haben wir so, okay, nee, drück schießen und dann war aber Rüdiger im Weg. Dann haben wir so, shit, das wird wieder nichts. So, was jetzt natürlich jetzt passiert ist, weil wer bleibt einfach stehen. Ich habe keine Ahnung, was Van Dijk da mal schaffen will. Klärt den perfekt und Valverde muss da eigentlich wirklich dann nur noch schönen Fuß hinhalten. Und Thibaut Courtois halt auch komplett, bei dem Treffer wirklich komplett chancenlos. Komplett chancenlos. Aber was für ein Ding von Federico Valverde. Ich meine, schau, der nimmt den Volley. Der nimmt den Volley. Ohne zu zögern. Nicht eine Sekunde denkt Federico Valverde, glaube ich, daran, dass der nicht drin sein könnte. Bam! So ein hammergeiles Tor. Wirklich, so ein hammergeiles Tor. Wahnsinn. So, Gold 3. Uff. Ja, das könnte zu Silber 1 oder Gold 3 reichen. Die vier Spiele, die wir gemacht haben. In Zukunft werden es nur zwei sein. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Wir sehen uns am Dienstag wieder zu Rivals. Am Donnerstag zu Rivals. Und am Freitag zum Team of the Week. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.